Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Heute nehme ich euch mal mit auf meinen Battlemage-Account, mein ja, zweithöchster nach meinem Main gefolgter Charakter, den wir jetzt hier momentan auf Stufe 640 gespielt haben. Fast wieder an die 50-50-Skillung angelangt. Ja, hatte ja das Ganze ein bisschen geändert gehabt hier auf dem Server, weil wir ja vorher mit W27 dann gemerged worden sind zu dem Fusionsserver 21. Und der W27-Server international war ja der Release-Server für die neue Klasse, den Kampfmagier, damals zumindest, wodurch halt eben ja deutlich die Ehrenhalle deutlich dominiert worden ist durch Battle Mages. Waren auch viele Krieger damit unter, also das Hauptattribut in der Ehrenhalle war halt eben auf Stärke gemünzt, wodurch ja, es auch ja, klüger gewesen ist, zu dem Zeitpunkt ein bisschen mehr eben auch selbst auf Stärke zu gehen, wodurch ich dann halt mein Hauptattribut ein bisschen höher gezogen hatte, hatte es so ähnlich wie bei meinem Mage gehabt, so 60-40 circa. Ja, dann wurde der Battle Mage ja ein bisschen auch überarbeitet und der Feuerball wurde zum Arkan Komet. Das hat dann zum einen auch mich dazu veranlasst, das Ganze ein bisschen mit der Skillung auch zu überarbeiten. Das heißt, meine 60-40 Skillung habe ich ein bisschen abgewandelt, plus dann kam eben auch noch der Server-Merge dazu, wodurch sich die Ehrenhalle auch wieder komplett bunt durchgemischt hatte. Das heißt, wir haben hier jetzt nicht nur Battle Mages in den Top-Rängen, sondern ihr seht es halt eben auch, wir haben hier auch unter anderem viele Kundschafterklassen, also viel auf Geschick. Wir haben hier ein paar Magier dazwischen, sodass quasi meine Strategie, die ich damals auf W27 hatte, nicht mehr ganz so Früchte trägt, denn falls ihr es nicht wissen solltet, in der Ehrenhalle, falls ihr euch in ein Umfeld begebt, wo ihr viele Gegner gegen euch habt, die dasselbe Hauptattribut teilen, wie ihr selbst, ist es meistens klüger, auch selbst mehr vom eigenen Hauptattribut zu skillen, um sich gegen die anderen Klassen zu ja, bewähren, sag ich mal. Oder denen halt eben besser entgegenzutreten. Wenn ihr in einer Ehrenhalle allerdings seid, wo ihr in eurem Umfeld viele gemischte Klassen habt, dann ist es per se etwas besser, Richtung 50-50 Skillung zu gehen und von dieser 60-40 Skillung ins Hauptattribut halt eben wegzugehen und ein bisschen mehr Ausgleich zu schaffen, weil ihr dann ein bisschen variabler seid. Und deswegen bin ich halt auch eben jetzt hier momentan gerade wieder dabei, 50-50 zu skillen. Dann, wie gesagt, wurde der Feuerball halt eben ja so ein bisschen abgeändert und es kam quasi so dazu beim Battle Mage, dass man eben gesehen hatte, ganz klar, okay, für jeden Punkt, den ich hier in Ausdauer reinstecke, umso höher wird auch der Schaden meines Arkanen Kometen, was mich dann auch dazu veranlasst hatte, dann halt eben ein bisschen mehr Ausdauer zu skillen. Und das feiere ich halt eben auch an dieser Klasse extrem. Umso tankiger so du wirst, umso stärker wird halt eben der Arkane Komet. Das heißt, du skillst in Defensivpunkte rein und skillst aber dadurch gleichzeitig auch Damage. Und ihr seht das halt eben anhand hier von den Werten, machen wir jetzt schon mit unseren Arkanen Kometen über 500 Millionen Schaden hier, über eine halbe Milliarde mittlerweile schon an den drei Klassen hier. Das ist natürlich auch klassenspezifisch. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, wenn wir jetzt mal einfach hier so einen kleinen, das mal hier so raus screenshotten, was hier, huch, oh Gott. Ey, sag mal, so, kurz überfordert gewesen. Machen wir mal einen Punkt hier rein, zack. Einen Punkt machen wir mal jetzt mal in Ausdauer rein. Dann sehen wir schon anhand hier dessen, was das hier schon für einen Unterschied macht. Einzig und alleine an Damage, nur durch einen einzigen Skillpunkt in Ausdauer rein. Und ja, ich finde das einfach sehr erstaunlich und muss sagen, ich feiere das auf jeden Fall. Das ist nicht wenig. Deswegen, ja, bei mir auf jeden Fall jetzt hier gerade so der Battle Mage, der jetzt bald wieder auf die 50-50 Skillung abzielt. Ne? Macht auf jeden Fall nach wie vor sehr viel Spaß. Auch allgemein jetzt hier durch die Serverfusion
haben sich hier halt eben viele neue Leute gefunden, die halt eben hier auch auf diesem Server sehr stark partizipieren, die hier sehr stark unterwegs sind. Ja, wir finden uns aber hier auch, ja, ich sag mal, in den Top 20 auf jeden Fall relativ konstant wieder. Rising Phoenix hat sich ja hier auch auf dem Server durchgesetzt, gegründet, neu formuliert. Und dominiert hier auf jeden Fall halt eben die Rangliste auf dem Server. Hier sind halt eben auch, ja, unter anderem die Assassinen dabei, die auf W23 gelauncht worden sind. Deswegen haben wir hier auch vereinzelt viele Assassinen, unter anderem auch hier aus der Gilde Gift hier auch mit dabei. Die ja damals noch mit Unge zusammengearbeitet haben hier in der Gilde und sind auch viele Assassinen hier draus entsprungen. Also unter anderem halt hier momentan auch den stärksten Assassinen Caesar hier auch mit auf dem Server. Wird natürlich erstmal eine Hausnummer, da irgendwie ansatzweise ranzukommen. Aber wir geben natürlich weiterhin unser Bestes. Auch international sieht es hier nach wie vor sehr gut aus um die Gilde. Wir sind hier auf Platz 6, halten uns hier auch wirklich konstant, muss ich sagen. Ist eine, ja, nach wie vor immer noch relativ stark auf Battlemage basierende Gilde jetzt geworden, hier Rising Phoenix, die ja vorher auch auf deutschen Servern unterwegs gewesen sind. Wurde das Ganze jetzt auch ein bisschen angepasst und jetzt sind halt eben auch viele von W27, die halt eben auch starke Accounts haben, was halt, wie ihr halt eben auch seht, auch viele Battlemages mit einherbringt. Und deswegen kann man auch dazu sagen, es ist zwar jetzt keine pure Battlemage-Gilde so an sich, war es zum Schluss nachher auf W27 auch nicht mehr. Da hatten wir auch viele Leute, die nicht Battlemages gespielt haben, aber ein Großteil war halt eben Kampfmagier, weil der Server halt eben dadurch, dass da die Klasse released worden ist, die meisten sich halt eben auch für die neue Klasse auf dem Server entschieden haben. So, ne? Und deswegen, ja, mal gucken, bin ich sehr gespannt. Okay, den haben wir noch mitgekriegt. Leider gegen zwei Magier jetzt hier rangekommen, die natürlich auch wieder den Arkanen Kometen hier abfangen können. Das ist natürlich sehr schade. Denn wie gesagt, auch gerade in den Gildenkämpfen finde ich die Klasse des Battlemages halt sehr interessant. Denn dadurch, wenn ihr jetzt nicht gerade gegen einen Magier antreten solltet, könnt ihr mit so wenig HP hier, mit irgendwie 1-2%, könnt ihr halt trotzdem noch den Gegner einen kompletten, ja, bis zu 33%igen Schaden halt eben abziehen. Und könnt somit halt mit extrem wenig Leben noch sehr fatalen Damage beim Gegner halt anrichten. Und das finde ich nach wie vor immer noch sehr cool hier, gerade in den Fights als Battlemage. So, ne? Ja, wir kommen voran, wir kommen auch bis zum letzten Gegner. Aber so richtig durchsetzen können wir uns noch nicht. Dafür sind halt die Leute hier noch zu stark. Trotzdem sind wir noch relativ gut für unser Alter, sag ich mal, wo sich wo man sagen muss, dass halt die Gilden über uns halt noch deutlich stärkere Accounts in ihren Gilden haben, halten wir uns doch, denke ich mal, relativ gut, würde ich mal sagen. Und ich weiß gar nicht, wann ich mich das letzte Mal hier auf dem Account richtig umequipped habe. Ich glaube, hier habe ich das immer so gehandhabt, dass ich mal so einzeln ein bisschen durchequipped habe. Ein paar Items sind dabei, die sind ein bisschen neuer, ein paar sind ein bisschen älter, aber das ist auf der Stufe sowieso jetzt nicht mehr ganz so wild, weil das sowieso relativ langsam hier vorangeht auf in dem Levelbereich. Deswegen alles easy und mal gucken, vielleicht irgendwann nächstes Jahr, vielleicht, ich glaube, mit 650 lohnt sich das noch nicht mal richtig, sich neu zu equippen. Vielleicht machen wir es hier auch so, dass wir bis Stufe 700 erstmal ein kleines Päuschen einlegen. Müssen wir mal schauen. Ansonsten, ja, hier habe ich ja im Gegensatz zu meinem Main, habe ich hier schon alles easy auf 20 verbessert. Wie gesagt, das wird auch auf meinem Main gar kein Problem werden. Habe hier trotzdem immer noch genug Ressourcen. Ne? Das ist halt einfach nur eine Sache auf dem Main-Account von,
ich sag mal, von selbst ja, einschränken, ne? Dass ich jetzt nicht vielleicht so extrem hoch in der Ehrenhalle bin, sondern mich vielleicht noch ein bisschen, ja, dass die Arena-Fights noch ein bisschen leichter sind hier und da, als eben, ja, ich mir das, ja, da oben halt eben das Leben deutlich schwerer machen würde dadurch. Ja, ansonsten in den Dungeons passiert nicht viel. Auch wenn hier irgendwo mal ein neuer Gegner liegen sollte, dann werdet ihr es auf jeden Fall bei mir auch erfahren. Hab hier jetzt auch keine Dungeon Tries großartig oder Free Tries hier auf dem Account weiterhin gemacht. Der Battle Mage ist halt einfach mit Abstand auch einer der schlechtesten Klassen in den Dungeons. Das muss man einfach mal so sagen. Auch wenn er wirklich viel Spaß macht, mir zu spielen. In den Dungeons. Ja, es ist einfach nur ein Krampf, weil man halt eben wirklich sehr konstant ist vom Schaden her. Die Klasse ist halt eben sehr verlässlich, ne? Macht immer fast denselben Schaden, so man weiß, wo man ist. Aber ja, da ist halt eben auch leider nicht sehr viel Potenzial für einen gewissen Random-Faktor drin, der halt eben manchmal entscheidend sein könnte, um überdurchschnittlich einen Gegner auch mal zu besiegen, ne? Das ist hier halt eben bei der Klasse ja leider nicht der Fall. Ja, aber trotzdem nach wie vor immer noch eine Klasse, die mir deutlich Spaß macht und ich auch das nicht bereue, diese Klasse als meine Zweitklasse genommen zu haben. Und genau, ansonsten ja, schöne Grüße hier auch an die Gilde Rising Phoenix, ne? Sehr stabil, alle aktiv, muss man schon so sagen. Ich denke mal, da werden wir noch eine ja, große Zukunft vor uns haben. Mal gucken, wie weit das hier noch so gehen wird. Ansonsten war es das erstmal soweit mit dem heutigen Video. Ein kleiner Einblick auf unseren Kampfmagier hier. Ja, und berichten wir auch hin und wieder natürlich auch immer sehr gerne mal hier von dem Server. Alles klar, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten sehen wir uns heute Abend wieder im Livestream. Das war es soweit von mir. Danke fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.